Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Space 2. Und wenn es bis jetzt nicht aufgefallen ist, glaube ich, fällt mir gerade selber auch zum ersten Mal so richtig auf. Aber ich glaube, ich fange jede Folge, natürlich nicht mit den gleichen Worten, das ist natürlich klar irgendwie, aber auch die Betonung ist, glaube ich, echt jedes Mal gleich. Ich sollte da echt mal mir Gedanken zu machen. Das ist bestimmt so eine Zwangsstörung von mir oder so. Okay, wir sind nach wie vor auf dem Weg Richtung Dana, wie eigentlich seit Kapitel 2? 1? Eigentlich Kapitel 1, ne? Wir sind 5 Kapitel durchgelatscht und haben eigentlich storytechnisch keinen Fortschritt. Unglaublich. Okay, was haben wir hier? Nichts Brauchbares, mal kurz gucken. Hier ist auch nichts Brauchbares drin. Ja, also ich, könnte ich mir das Geschops jetzt sparen. Zwei kleine Medipacks lasse ich mal dabei. Ansonsten sieht es eigentlich ganz okay aus. Also so, dass ich guten Gewissens weiterlaufen kann. Da geht's weiter. Mit Licht aus? Na toll. Was haben wir hier? Credits. Okay, ich muss ein bisschen leuchten, sonst sehe ich ja echt gar nichts hier. Der Seite ist nix. Das Licht geht von selber wieder an. Interessant. Okay, hier geht's nicht durch. Das ist ein Aufzug wahrscheinlich, ne? Ich mal von außen, sieht aus wie so ein Aufzugschacht. Eine Bench haben wir hier noch. Ich kann eh nur einen Knoten gerade verwursten, aber mache ich das mal. Schaden, Nachladen oder Kapazität? Ich habe die freie Wahl. Kapazität heißt, ich muss später nachladen. Nachladen heißt, ich kann... Dann wäre Nachladen auch schon fertig, ne? Tempo, Kapazität kriege ich hier nochmal und hier auch nochmal. Ich mache jetzt erst Nachladen. Und hoffe, dass das die richtige Entscheidung war, wobei das eher relativ ist wahrscheinlich. Das Schöne ist, dass in dieser Welt, ich meine, ich habe so ein Chinese-Modul, mit dem ich ja rein theoretisch alles anfassen könnte. Aber in dieser Welt ist es so, oh, eine Speicherstation. Dass tatsächlich alles, was ich mit Chinese begrabbeln kann, dass es alles einen Stempel drauf hat. Das ist mega praktisch. Okay. Dann schauen wir mal, wo es hier hingeht. Ich kraxel mal wieder weiter. Durch irgendwelche ominösen Lichtschächte. Schaue ich mal hier um. Passiert gar nichts. Ich dachte, wenn ich da schon gucken kann, dann ist... Und das ist die Geräuschkulisse. Mal wieder. Und da ist der Lüftungsschacht. Der Lüftungsschacht, genau. Der Lüftungsschacht nicht wirklich hilfreich. War ja klar. Gut, immerhin sind wir diesmal nicht erschrocken. Also, ich zumindest. Ich glaube, das Reden beruhigt einfach so weit. Ah. Munition. Munition? Sehr schön. Noch mehr Munition. Ein bisschen Credits. Bin wohl in den Lagerraum gefallen. Okay, entweder das oder mir steht gleich was bevor, wo ich viel Munition brauche. Ach man, warum muss alles... positive Glücksgefühle sofort in sowas umschlagen. Ach, scheiße. Na gut. Bloß das Kerlchen schon wieder durch den Lüftungsschacht. Unglaublich. Also hier ist nicht nur alles von Necromorphs überrannt. Jo, Strahlenmunition kann ich erst jetzt kaufen, tatsächlich. Nein, es reicht nicht, dass es von Necromorphs überrannt ist. Nein,
Das muss auch noch alles in die Brüche gehen. Klar. Da ist er durch. Zweimal Plasma. Wie sieht's denn eigentlich aus? Plasma ist doch ganz gut gerade, ja. Ich nehme den mal mit. Moment. So. Immer wenn sowas rumliegt, dann... Da muss doch was kommen. Alter, ich sehe so schwarz. Ich... Puh. Ich schaue mich ums Eck und... Alter, warum kann ich die Dinger nicht mitnehmen? Tut mir leid, aber was ist denn das für eine Scheiße? Es ist ja schon wieder runtergefallen. Ich habe die Maustaste nicht losgelassen. Nehme ich halt den. Die kennen wir doch noch aus dem ersten Teil. Ja, streck deine Fühlerchen aus. Ja, komm. Ach. Ach, Kacke. Ja, das ist das Problem bei der großen Wumme. Die kann ja nur vertikal. Nee, horizontal heißt es. Die kann nur horizontal schießen und nicht vertikal. So rum. Okay. Haben wir die jetzt auch mal gesehen? Wow! Du Drecksack, ey. Alter, bin ich erschrocken. Schon wieder. Nehmen wir nochmal ein kleines. Ich meine. Ein Stasepack. Ja, ich sollte mehr Stase benutzen. Ich sollte echt mehr Stase benutzen. Genauer zielen, das würde auch meiner Munition wahrscheinlich zugutekommen. Wechsel nochmal auf die Strahlenkanone. Und stelle in solchen Momenten immer wieder fest, dass es echt gut ist, dass ich keine Facecam habe. Das will ich nämlich mir nicht antun, ne? Okay, wo sind wir jetzt? Schon wieder zurück in der Kirche. Wo sind... Ah, nein. Große Räume. Und es ist wirklich sehr still gerade. Wir hören wirklich nur Isaacs Atmen. Wenn man es überhaupt hört, ich hoffe, man hört es in der Aufnahme, ich weiß es nicht. Okay. Oh, Alter! Was zur Hölle bist du? Alter, nein, lass mich los, lass mich los! Fuck! Bin ich tot? Nein! Alter! Nein, die da auch noch. Impulsgewehr. Komm schon. Impulsgewehr. Ganz ruhig. Wohl über... Alter! Wohl über die Kanne, wollte ich sagen. Und gut zielen. Und das klingt nach was Größerem. Ja. Ich weiß schon, warum ich die nicht nehmen kann. Stase. Okay. Puh, nochmal kurz alles nachladen. Sicher, sicher. Ah, genau, wusste ich doch, dass da noch was aussteht. Oh, aber die kleinen Viecher sind ja echt nervig, gell? Muss ich gerade mal anmerken. Plasma-Munition. Puh. Gerade nur ein bisschen so am Rödeln gerade. Mental.
Bitte um Nachsicht. Okay. Okay, von da links sind wir gekommen, ne? Genau. Dann gucke ich mich hier auch noch kurz um. Legt einen Kopf. Was man halt so erwartet, ne? Okay, ich glaube, wir müssen hoch. Ja, wir müssen die Treppe hoch. Dann gucke ich mich erst hier unten vor uns um. Dass wir nichts liegen lassen. Aber munitionstechnisch sind wir gerade nicht allzu schlecht. Aber siehst du, wir haben Munition gekriegt, kurz bevor dieser Kampf hier gerade anstand. Habe ich nicht gesagt, dass sowas passiert? Also, vor allem erst so, ich nenne es mal, schön, so ein richtiger Bosskampf war es jetzt ja nicht. Ah, schau an, guck mal, Stase füllt sich mit der Zeit automatisch auf. Also Stase-Pack ist wirklich nur wichtig, wenn ich es im Kampf... Also ich kann damit verschwenderisch umgehen, wollte ich sagen. Okay, es war jetzt nicht so gut, ich weiß. Kacke. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, ich nehme natürlich ein kleines, deswegen muss ich die jetzt auch manuell auswählen. Hab mir das vorher schon angewöhnt. Weil ich irgendwann beim letzten eigentlichen Bosskampf nämlich gemerkt habe, dass der einfach das Größere nimmt. Was ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist. Aber mir ist es aus Platzgründen eben daher motiviert, dass ich die kleineren zuerst nehme, als dass uns sonst später wieder der Platz ausgeht. Strahlmunition. Das ist nachgeladen. Das ist auch nachgeladen. Weißt du immer. Alter, lass los! Alter! Stopp! Alter, springt er da raus, als ich gerade am Aufheben bin, hey. Diese kleine Diva. War ich nicht gerade dabei, ein kleines Medipack zu nehmen? So. Ist mal Ruhe im Karton hier. Okay, uns geht's ja einigermaßen gut, also wir sind ja im türkisen Bereich. Wo... Alter! Nein, die... Ach, Kacke, wo sind die Viecher schon wieder? Da hinten. Oh, so langsam reicht's. Ich komme hier nicht zum Verschnaufen. Das ist unglaublich. Ich muss ja auch vor allem immer wieder alles einsammeln, was sie da so liegen lassen. Ist ja nicht so, dass ich einfach weiter kann. Gut, immerhin haben wir nochmal ein mittleres Medipack bekommen. Weiß nicht, ich sollte eigentlich da weitergehen und ich, Idiot, laufe trotzdem hier lang. Ich bereue es. Ich weiß es, dass ich es bereuen werde. Ach so. So die andere Seite der Treppe. Na gut. Vielleicht bereue ich es gar nicht. Vielleicht. Alter. Vielleicht bereue ich es gar nicht. Aber ich traue denen hier alles zu. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich kann es eh nicht mitnehmen, deswegen kann ich es aber genauso gut da reinpfeffern. So kurz ins Inventar gucken. Okay, zwei große, muss mich kurz anders hinsetzen auf meinen Stuhl. Moment. So. Zwei mittlere Medipacks und ein kleines. Das ist... besser als gedacht, würde ich gerade sagen.
Vor allem muss ich immer wieder umgucken, wenn man gerade was erlegt hat. Nicht, dass sich währenddessen was anderes an einen ranschleicht. Ich hätte wieder die Spieße hier nehmen sollen zum Aufspießen. Okay, das war's. Muss geradeaus durch. Ich laufe mal am Rand entlang. Und ich wechsle nochmal die Waffe. Ach, guck mal, wir laufen damit auch schneller. Ah, das wusste ich ja noch gar nicht. Das ist ja toll. Eine Markerstatue. Und warum wird sie auf einmal dunkel? Müssen wir Sorgen machen? Alter, die sind auch richtig gut gemacht, diese Zwischensequenzen da. Alter, stell dich mal vor, euch passiert sowas. Alter, ich würde durchdrehen, ganz ehrlich. Und der Isaac hier, ganz cool. Dana, sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Na, dann sind wir ja endlich bald da. Wird auch Zeit. Wie lang sind wir jetzt schon auf dem Weg? Seit 5 Kapiteln? Was? Alter, im Aufzug. Ich glaub, dir hakt's. Alter, da lehnst du dich einmal zurück hier. Einmal. Okay. Daran. Ich will das erst nehmen. Ich will jetzt Plasma-Munition. Okay, Aufgabe. Shop gibt's keinen, Bench gibt's keinen. Eine Speicherstation ist nochmal auf dem Weg. Okay. Also erst nach rechts, dann geradeaus und dann geht's. Hä? Hä? Was ist eine Wegführung? Was? Okay, scheiß drauf. Also. Munition einsammeln. Wahrscheinlich deswegen. Nur die Munition. Dann hier rein. Ach, hä? Hier ist die Spalte. Ich bin ja so verwirrt gerade. Okay. Was haben wir hier? Ein Energieknoten. Da liegt noch ein Schema. Und da liegt noch Munition. Was haben wir hier? Ein Detonator. Was auch immer das ist. Klingt für mich unhandlich, ehrlich gesagt. Gucke ich mir, glaube ich, dann beim nächsten Shop mal an, was das Ding kann. Den Ripper kenne ich noch aus dem ersten Teil. Ich gehe mal davon aus, dass der genauso wenig modifiziert wurde wie die restlichen Waffen, die einfach so übernommen wurden. Ah, wir haben es. Was? Sie sind Monitor. Natürlich sind Sie das. Warum habe ich Ihnen vertraut? Weil Sie keine andere Wahl hatten. Ich sagte Ihnen, es gäbe eine Heilung und Sie kamen hergerannt. Warum tun Sie das? Warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe, hä? Sie sind ein gefährliches Geheimnis. Earthgoth wird Sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben Angst, dass Sie den Marker zerstören. Schließlich haben Sie ihn ja gebaut. Wovon reden Sie da? Naja, deshalb brachten wir Sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso, wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Halt dich fest, los! Zieh dich!
Das war knapp. Oh nein! Lass mich los, lass mich los! Du Drecksvieh! Alter, ich habe euch die ungeschickteste Waffe ausgewählt für den Scheiß. Was muss ich tun? Lauf! Scheiße, lauf, Isaac, lauf, lauf! Aua! Der hat mich gekriegt. Alter, so ein Drecksack! Ich probier's nochmal mit Stase und das gleiche spiel ich nochmal, bloß früher diesmal. So. Und dann hier auf. Und lauf, lauf, lauf! Alter, renn einfach! Oh, Gott sei Dank! Aua, 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 nicht auf mich drauf. Nein, au, au. Kapitel 6. Scheiß die Wand an. Isaac! Isaac, sind Sie da? Können Sie mich hören? Was wollen Sie, Strass? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, 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 es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut, also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Strass? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich, aber wir müssen uns beeilen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Strass! Strass, wo wollen Sie denn hin? Scheiße. Alter. Ich muss mich jetzt erstmal wieder beruhigen. Ich gehe jetzt erstmal was einsammeln hier. Puh, ich muss erst kurz gucken gehen. Das ist ja... Hier sind wir reingepurzelt. Ja, genau. Und hier verstecken sich natürlich die besten Sachen, denn dazu müsste man ja zurückgehen. Aber wer macht das denn heutzutage? Da blinkt noch was. Wer macht das denn heutzutage? Ein paar Credits. Wie stehen wir eigentlich Credits technisch aus? Fast 50.000, ist auch nicht schlecht. Wie viel? Moment. Wir haben zwei Schemata. Okay. Munitionstechnisch sehen wir eigentlich auch nicht allzu dumm aus. Kurz gucken. Aufgabe geht da lang, Shop geht da lang, Bench geht da lang, Speicherstation geht da lang. Alles geht da lang, dann gucke ich noch hier kurz rein. Hoffe, dass wir das überleben. So. Dann gucke ich noch kurz hier rüber. Da, oh, da ist zu. Okay. Gut, und dann müssen wir hier weiter und da gehen wir aber erst in der nächsten Folge weiter. Ich muss mich jetzt erstmal kurz zur Ruhe setzen. Bis dahin, ciao.